Hallo und schönen guten Abend zusammen. Wir fangen gleich an. Aktuell warten wir noch, dass alle möglichen und die möchten noch zu uns dazukommen. Schon mal vorab das kleine Housekeeping, wie wir es so immer machen. Ihre Kameras sind ausgeschaltet, genauso wie der Ton. Das hilft uns einfach, damit der Abend reibungslos verläuft. Das ganze Video wird aufgezeichnet und steht wie beim letzten Mal kurz später dann auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung. Und wir bitten euch und Sie gerne alle Fragen in den Chat zu schreiben, ob öffentlich oder direkt an mich, das ist gar kein Problem. Wir werden sie halt immer so zeitnah wie möglich beantworten. Und ja, dann fangen wir mal an. Wer dazukommen möchte, kann das ja immer noch gerne später tun. Also wir schalten einmal weiter. Ja, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Nordsee Blauen Stunde. Es ist definitiv nicht ganz leicht in dieser politisch angespannten Zeit über unsere Freizeit und über unsere Leidenschaft zu reden. Aber vielleicht können wir die schrecklichen Nachrichten ja für eine Stunde etwas ausblenden und ein wenig in eine hoffentlich ja, schöne Segelsaison blicken. Heute haben wir vier Beiträge. Und zwar einmal das Double-Hand-Segel mit unserem ORC-Experten Bertel. Dann haben wir einen kurzen Bericht über den Neubau einer klassischen 8-Meter-Yacht von Eckhardt. Michi Seifert wird uns was über Helix-Kurzsegel erzählen. Und meine Wenigkeit versucht nachher nochmal einen kurzen Abriss zu geben, was wichtig ist, eine Regatta vorzubereiten. In Sachen, also langfristig vorzubereiten. Das war es erstmal von meiner Seite und dann würde ich sagen, starten wir durch mit Battle. Danke, Stefan. Genau, guten Abend alle zusammen. Ich habe die große Ehre, euch ein bisschen was kurz über das Double Hand Segeln zu erzählen. Double Hand, ein leichter Einstieg. Genau, ich bin Bertil Balzer, 42 Jahre, bin seit 22 Jahren Segelmacher, seit 14 Jahren bei Nordsails in Hamburg und war stark im Service und bin jetzt mehr im Vertrieb gelandet. Mal schnell zu mir. Genau, Double-Hand-Segeln, Short-Handed, wie geht das? Ist für viele ja immer so ein Thema, oder ich sag mal so die erste Frage, wenn ich so am Steg langlaufe, kann ich das? Ist das mit meinem Boot möglich? Und da muss man ein klares Ja sagen. Also prinzipiell ist jedes Boot dazu geeignet, Shorthanded zu segeln, egal ob alleine oder zu zweit. Wie gesagt, hier geht es ums Double-Hand-Segeln, also bleiben wir bei zwei Leuten. Ich segel seit letztem Jahr, bin ich quasi in einer festen Double-Hand-Crew. Das ist eine JPK 1010 von Rasmus Tötzsch. Und Rasmus ist eigentlich ein ganz versierter Double-Hand- bzw. Short-Handed-Segler. Und also er hatte mir so einen elementaren Glaubenssatz, wie er das nennt, beigebracht. Und da ist viel Wahres dran. Think twice, act once. Also einfach beim Double-Hand-Segeln kommt es eben einfach drauf an. Wir haben halt eben nur zwei Personen an Bord, idealerweise. Und da will einfach jedes Manöver einfach ein bisschen durchdacht sein und braucht einfach ein bisschen mehr Vorlauf, als man vielleicht gewöhnt ist, wenn man jetzt mit voller Crew auf einer Inshore-Bahn oder auf einer Mittelstrecke oder Langstrecke ist. Deshalb lieber eine Sekunde länger drüber nachdenken, als dreimal aufs Vorschiff zu rennen, weil man irgendwie dann doch nochmal was vergessen hatte. Ein anderer Punkt, den er mir beigebracht hat, ist, dass man immer irgendwie eine Exit-Strategie braucht, um auf ändernde Situationen einzugehen. Aber man sollte nie anfangen, mit einem Plan B umzumodeln, sondern man soll einfach stick to your plan. Den Plan, den ich für meine Regatta festgelegt habe, da sollte ich bleiben, sollte aber immer wieder irgendwo wissen, bei einem Tonnenmanöver oder wenn es irgendwie ein enges Fahrwasser ist, dass ich zumindest eine ansatzweise Idee habe, wie ich da wieder rauskomme, ohne meinen groben Plan zu verlassen. Das andere, was er mir ein Jahr lang eingebläut hat, Vorbereitung, Planung ist alles. Komme ich nachher noch ein bisschen dazu, aber da kommt auch später Stefan dazu in seinen 15 Minuten.
Und nächster Punkt, danke Rasmus, nichts ist schneller als kein Manöver und alles ist schneller als ein Fuck-up. Und das ist, finde ich, was beim Double-Hand-Segeln definitiv so ein Ding ist. Also ich hatte letztes Jahr so das große Vergnügen, bei der ORC-WM in Tallinn zu segeln. Da hatten wir eine relativ lange Langstrecke, das ist jetzt Full-Crew gewesen, aber da hatten wir so 160 Meilen auf der Uhr und mit 10 Mann auf dem 40-Fuß-Boot. Da sah ich nach, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, ich glaube 26, 27 Stunden, ich war fix und fertig und mit der ganzen Crew war an dem Tag nichts mehr zu machen. Ich würde mal behaupten, einen Monat später bin ich dann die Baltic 500 gesegelt, 500 Meilen lang, zu zweit. Und da waren wir 2,5 Tage unterwegs und es war deutlich entspannter. Oder zumindest konnte ich irgendwie noch gerade ausgehen, als ich wieder im Hafen war, weil man halt eben seine Ressourcen ein bisschen besser einteilt beim Double-Hand-Segeln. Wie gesagt, man macht jetzt nicht 5 Wenden auf einmal und man wechselt vielleicht nicht 5-mal den Gennacker. Sicherlich muss man, achten wir alle darauf, dass man immer das richtige Segel oben hat. Aber man guckt einfach so ein bisschen vorausschauend, dass man eben halt jetzt nicht irgendwie auf dem 5-Meilen-Kurs irgendwie 3-mal den Spinnacker wechseln muss, weil der A3 dann besser ist als der A2 und. Genau, also wie gesagt, kurze Quintessenz aus dem Ganzen. Double Hand kann jeder, ist nicht so richtig schwierig. Man muss halt einfach nur überlegen, dass man statt 20 Hände nur 4 Hände an Bord hat. Genau, dann nächster Slide. Double Hand, Short Handed, warum eigentlich? Ist halt auch so ein Ding, wenn man halt mit Segler und Seglerinnen im Hafen spricht, dann hat man irgendwie immer, sage ich mal, immer so ein bisschen so dieses Course en Large, also so dieses französische Transatlantik um die Welt, was auch immer im Kopf, wenn es um Shorthanded-Segeln geht. Wenn man sich gerade den deutschen Regatta-Kalender anguckt fürs Double-Hand-Segeln, ist es komplett anders. Also klar, da sind natürlich mit Baltic 500 oder rund Skagen, rund Bornholm natürlich auch schöne lange Rennen dabei, aber es gibt genauso eben halt wie ein Welcome Race oder ein rund Fehmarn oder ein Blue Ribbon Cup einfach auch kurze Dinger, die mit 15, 20, 25 Meilen bis irgendwie 100 Meilen gehen. Also es ist jetzt nicht unbedingt zeitintensiv, dass ich irgendwie ein Sabbatical brauche, um eine Double Hand Regatta zu segeln, sondern das kann man auch entspannt an einem Tag oder an einem Wochenende absegeln. Was man halt im Hinterkopf behalten muss, hatte ich ja schon gesagt, eben diese reduzierte Crewanzahl, Personenzahl an Bord, die erhöht einfach die Komplexität von unserem Sport. Eben weil halt, wenn ich aufs Vorschiff gehe, ich halt nicht auch noch einen Pitman oder eine Pitfrau habe, die irgendwie mir einen Fall abzieht und einen Mastmann hat, der dann das Segel hochzieht, sondern es gibt einfach nur 2 Leute. Idealerweise hat man natürlich einen Autopilot, der das Boot einigermaßen auf Kurs hält, aber trotzdem sind es einfach nur 2 Personen, die einfach alles machen müssen. Also eben Segel anschlagen, Segel hochziehen, das Cockpit aufräumen. Was ich einfach so ein bisschen gelernt habe, so ich bin ein großer Freund von Regatten mit voller Crew, einfach weil ich finde das einfach gesellig, mit meinen Freunden auf dem Boot zu sitzen und eine nette Zeit auf dem Wasser zu haben. Aber man ist natürlich, wenn man einfach über Jahre mit einem Team segelt, hat man natürlich, sind die einzelnen Crewmitglieder natürlich, sage ich mal, stark auf ihre Position festgefahren. Also der Vorschiffsmann ist der Vorschiffsmann, der Mastmann ist der Mastmann, im Pit ist eben der Pitmann, Pitfrau, am Groß sitzt der Großtrimmer und so weiter. Und das ist halt beim Double-Hand-Segeln eben halt ein bisschen anders. Also dieses Skillset oder die Fertigkeiten, die man haben muss, müssen halt einfach von Vorschiff bis Steuern halt alles beinhalten. Also ich muss genauso gut trimmen können, wie ich im Pit was abziehen muss und wie ich vorne auf dem Vorschiff halt einen Segel anschlagen muss und oder navigieren muss oder. Also es ist einfach ein wesentlich vielfältigerer Bereich, wenn man Shorthanded oder Doublehand segelt. Die Intensität des Segelns ist erhöht, was aber auch einfach das Risiko ein bisschen erhöht. Wie gesagt, also man hat halt eben nur 2 Personen an Bord und muss halt mehrere Jobs gleichzeitig machen, wo man halt einfach ein bisschen aufpassen muss. Ich würde behaupten, da kommt so diese alte Seemannschaftsregel, eine Hand für dich, eine Hand fürs Boot, irgendwie so ein bisschen zum Tragen. Weil kann natürlich auch sein, wenn man dann einfach gerade
der Kollege oder die Kollegin in der Freiwache ist und irgendwie ist man der Meinung, man muss jetzt nochmal ein Ref einlegen und fällt dabei über Bord, kann es natürlich ein bisschen doof sein, mitten in der Nacht, wenn das Boot in der Autopilot dann irgendwie einfach mal eine Stunde weiterfährt, bis der Kollege dann gemerkt hat, dass du nicht da bist. Wo wir dann halt zu dem nächsten Ding kommen, dieses Prinzip Brechstange fällt aus. Also ich glaube, gut, kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Eigner oder den Steuermann oder Taktiker drauf an. Aber ich meine, das ist natürlich oftmals so bei Booten mit voller Crew, dass halt irgendjemand halt schon sagt, okay, da ist die Tonne, wir müssen jetzt da ein Segel setzen, alle verfallen in Hektik und am Ende geht das ganze Ding schief. Das ist sowas, was ich beim Double-Hand-Segeln gelernt habe, das braucht man nicht. Stress sorgt dafür, dass es einen Fuck-up gibt und das braucht man beim Double-Hand-Segeln definitiv nicht. Also wie gesagt, immer schön drüber nachdenken, ein bisschen mit Bedacht einfach gucken, was habe ich für Manöver, welche Segel werde ich auf welchen Kursen fahren, aber wie gesagt, da wird Stefan euch nachher auch nochmal ein bisschen was zur Regatta-Vorbereitung erzählen. Selbes Prinzip, work smarter, not harder, eben halt einfach drüber nachdenken, was kommt auf mich zu, wann habe ich welches Manöver, wie muss der Ablauf sein und es hilft halt eben nicht, dass man doppelt so schnell arbeitet, sondern wenn man einfach einen guten Plan hat, wie ein Manöver ablaufen soll, dann kommt man entspannt über die Runde. Und das habe ich auch gelernt beim Double-Hand-Segeln. In der Regel ist das so, dass die Netto-Segelzeit, die ich auf dem Wasser habe, die erlebe ich einfach intensiver, weil einfach so dieses, ich kann mich ans letzte Jahr bei dieser Baltic 500, es hat war ordentlich Druck. Der Kurs wurde ja geändert, also nicht hoch und Lesö, sondern wir sind in den Osten gefahren, Richtung Sassnitz. Und weiß ich noch, so als wäre es gestern gewesen, irgendwie 25, 30 Knoten und mitten in der Nacht, Sonnenschein sei ich schon, Mondschein und das Boot huscht so zwischen 12 und 15 Knoten einfach von Wismar Richtung Sassnitz. Und das ist einfach, weiß ich nicht, also da wird sogar der Balser zum Romantiker. Kann man auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Vielleicht nicht bei 30 Knoten, muss jetzt nicht zwingend sein, aber ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Genau, komme ich eigentlich auch schon mehr oder weniger zum Ende von meinem Vortrag. Und zwar, wie gesagt, geht alles so ein bisschen auf die Vorbereitung. Ich will da Stefan nicht zu weit vorweggeben. Wir haben natürlich beim Double-Hand-Segeln, Short-Hand-Segeln genau dieselben Thematiken. Wie kommt das Boot hin? Habe ich das Boot gemeldet? Habe ich alle Unterlagen? Ist mein Messbrief in Ordnung? Bla, bla, bla. Also ich meine, alles, was bei Full-Crew zutrifft, trifft natürlich auch beim Double-Hand-Segeln zu. Da habe ich meine Safety-Sachen und. Und da kommen wir dann natürlich gleich zum nächsten Problem. Also Double-Hand, das sind nur zwei Personen an Bord. Und alle Aufgaben, die halt im Vorfeld von der Regatta anfallen, Überführung, wer schläft wo und wer kauft ein und, kann man halt eben nur auf zwei Schultern verteilen. Und dafür haben wir uns so eine, Rasmus hat die eröffnet, ich bin nur Nutznießer dieser Liste, aber hat mich auf jeden Fall gefreut, dass man sie hat. Wir haben so eine Pre-Checkliste durchgegangen, wo wir einfach wissen, das trifft bei jedem Rennen zu oder auch bei jedem Training, was wir machen, sind eigentlich immer dieselben Punkte. Die kann man ein, zwei Tage vor dem Turn oder vor der Regatta durchgehen. Haben wir eben so eine kleine Excel-Liste gemacht, wo es halt einfach losgeht. Ist das Boot sauber? Ist der Rumpf sauber? Ist die Elektronik funktioniert? Wie ist die kalibriert? Was macht der Autopilot? Sind die Leinen alle in Ordnung? Bei uns an Bord ist ein Tough-Love. Ist das in Ordnung? Also, dass da keine Segel rausfliegen aus den Kedern, sind die Schwimmwesten in Ordnung? Wie gesagt, wenn man irgendwie mal eine aufgeblasene Schwimmweste hat, dann macht das halt Sinn, dann für die nächste Regatta da, die halt einfach auch wieder funktionsfähig zu haben. Wie gesagt, wer da Lust drauf hat, dem kann ich gerne die Liste zur Verfügung stellen. Einfach bei uns in Hamburg, kurze Mail, info@norsales.com oder vertical.balser@norsales.com. Da könnt ihr auf jeden Fall kurz nachhaken, bin ich gern bereit, euch die Liste rüber zu beamen. Sorgt halt einfach ein bisschen dafür, dass man ein bisschen entspannter in so eine Regatta geht. Genau, ich hoffe, ich hatte 15 Minuten und habe nicht zu sehr überzogen oder muss noch 5 Minuten, sonst ich kann euch gern noch weiter was erzählen, wenn ihr möchtet. Nee, ansonsten würde ich einfach weitergeben an meinen Kollegen Eckhard Kaller vom Bodensee. Habt noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank dir, Bertel. Es geht weiter zu Eckert an den Bodensee. Wenn Sie Fragen habt, schreiben Sie es gerne in den Chat.
Und dann kümmern wir uns um alles Weitere, sodass die Fragen beantwortet werden. Sollten Sie halt die E-Mail von oder diese Liste von Herrn Weiser haben wollen, dann von Bertelt auch gerne sonst uns einfach direkt persönlich kontaktieren und die E-Mail in den Chat an uns direkt senden oder an den Bertel. Und dann kann er das sicherlich morgen direkt beantworten. Und jetzt zu dir, Eckart. Einmal klassisch segeln. Ich kann noch nicht umschalten. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Mein Name ist Eckart Kaller, bin 56 Jahre alt und seit fast 30 Jahren bei Northsales. Mein Schwerpunkt eigentlich ist der Verkauf und ich kümmere mich sehr gerne und sehr viel auch um die Metaklassen und Traditionsklassen. Und ich freue mich, dass ich heute Abend dieses Projekt ein bisschen vorstellen kann, wo wir seit 2 Jahren eigentlich dran arbeiten. Und ich möchte anfangen mit einer ganz kleinen Einleitung, wie die 8-Meter-Klasse aufgestellt ist bei den Regatten. Es gibt 4 Kategorien. Die erste Kategorie ist die First Rule, ganz alte Boote vor 1920. Das sind die gaffelgerickten Achter. Beispiele Edith Bayern oder die Elfe von Herrn Dr. Lochbrunner. Dann die Neptun-Klasse. Das sind auch relativ alte Konstruktionen mit Holzmasten und Dacron-Segel. Man darf auch keine selbstholenden Winschen verwenden. Dann die Sira-Klasse. Ebenfalls alte Konstruktionen. Aber hier ist alles erlaubt, was technisch eigentlich machbar ist heute. Und die modernen, wo im Prinzip eigentlich alles erlaubt ist. Flügelkiele, Trimruder, freistehende Ruder. Das ist die Königsklasse sozusagen. Ich möchte über ein Boot reden, was jetzt fertiggestellt ist, was in diese Sira-Klasse hineingebaut wird oder gebaut worden ist. Es ist eine verrückte Idee gewesen, eine alte Yacht nachzubauen. Es gibt einige, wo das schon gemacht worden ist. Was braucht man dazu? Man braucht ein schnelles Design. Man sieht so einen Plan und weiß natürlich nicht, ist das ein schnelles Boot oder ist das ein langsames Boot? Wenn das Design schon so alt ist und man keine Erfahrung hat mit diesem Design, ist es alles ein bisschen raten am Anfang. Man braucht einen Bootsbauer mit viel Erfahrung und Perfektion und man braucht ein Team vom Eigner bis zu den Spezialisten für die verschiedenen Details, um so ein Boot dann auch wirklich perfekt werden zu lassen. Wie findet man so eine Yacht? Man muss einen Spezialisten haben. John Lammertz hat über 25 Jahre für die Klasse gearbeitet. Er ist ein wandelndes Lexikon. Er kennt jedes einzelne Boot. Es gibt eigentlich kein Boot, über das er nichts sagen kann. Und er hat Pläne gefunden in einem Museum. Und Juliane Hempel, bekannt als deutsche Konstrukteurin im Klassikbereich, Spezialistin für Holzmasten, sie hat im Vorfeld schon einige alte Yachten auch die Linien digitalisiert und hat in akribischer Kleinarbeit eigentlich diese Boote miteinander verglichen. Ist es ein schnelles Boot? Ist es ein langsames Boot? Man kann das schon über gewisse Parameter vorher etwas sagen. Der Neubau, der sollte eine außergewöhnliche Rennjacht werden. Schnell, wunderschöne Linien und natürlich auch erfolgreich auf der Regattabahn. Diese Pläne, die da gefunden worden sind, die sind von William Starling Burgess, ein Amerikaner. Und er nannte das Design damals 1937 Design 79. Und dieses Design 79 wurde tatsächlich niemals gebaut.
weil Starling Burgess hat das Boot in Aluminium konstruiert und Aluminium konnte damals noch nicht von Lloyds zertifiziert werden. Und daher, diese Zertifizierung war notwendig, damit er gegen andere Achter segeln durfte. Und deswegen ist der Eigner, der das damals in Auftrag gegeben hat, auch aus diesem Projekt wieder ausgestiegen. Burgess hat zuvor an der J-Class Ranger mitgearbeitet, die 2 Jahre vorher im Prinzip alle Regatten gegen Endeavour 2 damals gewonnen hat und hat in dieses Design 79 diese Erkenntnisse, die aus dieser Konstruktion der J-Class gewonnen worden sind, mit einfließen lassen. Im Prinzip ist eine J-Class nichts anderes wie eine große, große Meterjacht. Unglaublich harmonische Linien nach der 3. Klassenregel der Achter. Und es gibt so einen Ausspruch von Doug Peterson, der solche Konstruktionen wunderbar beschreibt. Jeder Idiot kann das Wasser am Bug einer Yacht zur Seite schieben. Es kommt darauf an, es am anderen Ende wieder zusammenzufügen. Und das ist Starling Burgess hier wohl sehr gut gelungen. Die Yacht sollte in einem Jahr fertiggestellt werden. Josef Martin und sein Sohn Sven aus Radolfzell haben sich dieser Herausforderung gestellt. Josef Martin ist unheimlich akribisch im Auswählen vom Holz und er hat das schönste Holz verwendet, was er irgendwie finden konnte und hat jede Planke im Prinzip ausgewählt von der Position her, wo sie dann im Rumpf zu sehen ist. Die Maserung ist unglaublich schön geworden. Juliane Hempel hat das Boot neu konstruiert in Holz, weil die ganzen alten Pläne waren ja für Aluminium gezeichnet. Sie musste also das Ganze komplett neu konstruieren und hat auch die traditionelle Beplankung digitalisiert und hat dadurch relativ viel Zeit in der Bauphase einsparen können. Man sieht so ein bisschen die Bilder. Das sieht aus wie sehr, sehr traditionelles Handwerk. Das war es auch. Jede Planke wird extra neu gebogen und in dem Rumpf auf den Spanten festgeschraubt. Und das ging sehr, sehr schnell, das Ganze. Traditionell beplankt werden musste es, weil es ist ja ein Neubau. Und damit das Boot mitsegeln darf, muss es auch von Lloyds zertifiziert werden. Das heißt, der ganze Neubau muss nach Lloyds Richtlinien ablaufen. Ein netter Trick wurde angewendet, das Deck und der Rumpf wurden komplett getrennt gebaut. Und es war einfach besser, weil man musste nicht aufeinander Rücksicht nehmen. Es ging schneller. 2, 3 Leute haben am Rumpf gebaut und 2, 3 Leute haben am Deck gebaut. Und durch diese ganze Digitalisierung hat man dann auch am Schluss die beiden Teile verheiratet. Und das Ganze ist so genau abgelaufen, dass nachher bei der Vermessung durch den Chefvermesser der Klasse eine Toleranz von 1,5 Millimetern festgestellt worden ist. Von rechts nach links, von vorne nach hinten. Also das Ding ist einfach super, super symmetrisch und richtig perfekt dann zusammengekommen. Wenn das Ganze lackiert wird, dann sieht man die Maserung. Ob man innen schaut oder außen schaut, das Ganze ist einfach ein wunderschönes Möbelstück geworden. Der Kajütaufbau hat eine ganz eigene und sehr elegante Form. Man kann innen in jede Ritze reinschauen. Es ist perfekt gebaut.
Als sie dann endlich geschwommen ist, kann man im Hafen eigentlich nur wow sagen. Es ist ein Traum, wenn sie da so schwimmt mit den langen Überhängen und jeder bleibt stehen und findet nur Staunen. Wir haben angefangen mit Dacron-Segeln für das Boot. Der Eigner hätte ganz gerne weiße Segel gehabt, was natürlich in der heutigen Zeit für die Regattasegel schwierig zu machen ist. Also wir haben erstmal mit weißen Segeln angefangen, die wunderschön gepasst haben. Die Segel werden praktisch immer auf dem Boot sein, wenn das Boot nicht auf Regatten ist. Das liegt dann im Hafen und wird von der eigenen Familie dann auch zum Fahrtensegeln verwendet. Es hat eine kleine Maschine drin, die man, wenn man auf eine Regatta geht, innerhalb von einer Stunde komplett ausbauen kann. Also mehrere Verwendungen sind dann möglich. Wir sind dann nicht auf die letztjährige Weltmeisterschaft gefahren. Das ist leider der Pandemie auch zum Opfer gefallen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit gehabt und haben dann am Bodensee ein, zwei Regatten gesegelt und das Ganze lief sehr, sehr erfolgreich ab. Das Boot fährt, es ist schnell und mit den neuen 3DI 87 Raw-Segeln, die wir jetzt bekommen, werden wir dieses Jahr im Frühjahr mal hier am Bodensee ein bisschen trainieren und dann wird man sehen, wie das Boot sich auf der nächsten Weltmeisterschaft, die in Genf stattfindet, mit sehr, sehr guter Konkurrenz, wie sich das Boot dann schlägt. So zum Schluss noch ein kleines Zuckerle. Das Classic Boat Magazin hat das Boot nominiert als bester Neubau und wir sind gespannt, wie es abschneiden wird. Die Leser, die stimmen weltweit ab und wir wünschen Starling Burgess viel Erfolg und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Eckart. Spannende Einblicke. Abgeschlossen mit der Geschichte eines Covergirls ist dann ja auch ganz spannend. Freue mich sehr, wir drücken die Daumen und wir bleiben am Bodensee, gehen vom klassischen Bootsbau in, ich glaube, eine der modernsten Entwicklungen, die wir gerade ja, auf dem Markt haben und was entwickelt wurde und aus verschiedenen Geschichten kommt, Hightech ohne Ende. Michi vom Bodensee erzählt über Helix Kotsegel und jetzt bist du dann auch dran. Du bist noch gemutet, also. Bist du eingefroren, Michi? Also wir hören dich nicht. Ich würde sagen, Michi ist leider gerade ein bisschen eingefroren. Schauen wir mal. Beweg dich mal, Michi, dann wissen wir, dass du da bist. So, jetzt haben wir Ton. Jetzt. Jetzt bist du wieder da, sehr gut. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Seifert. Ich bin seit 2013 für NorthSails hier am Bodensee tätig, in der Rolle angefangen im Service, inzwischen rein im Verkauf und in der Kundenbetreuung. Ich bin seit meiner Jugend oder Kindheit als Regattasegler unterwegs. Highlights in den letzten Jahren waren unter anderem der US America's Cup 2013 oder das Ocean Race Europe letztes Jahr rund um Europa. Ich habe im letzten Vortrag schon ein bisschen was über Kotsegel im Allgemeinen erzählt und dabei kurz das Thema Helix Kotsegel angeschnitten und werde das Ganze heute ein bisschen weiter und näher erläutern. Genau, also Helix Kotsegel ist im Prinzip eine spezielle Art des Designs und der Fertigung von Kotsegeln. Und im Prinzip auf dem mittleren Bild hier sieht man jetzt ganz gut das Endergebnis. Herkömmliche Kotsegels mit einem dicken Antitorsionskabel haben ja die unangenehme Eigenschaft, in der Mitte nach Lee durchzuhängen.
quasi Durchhang zu haben. Und hier sieht man jetzt im Gegensatz dazu ein Helix-Code-Segel, wo das ganze Segel und natürlich sichtbar das Vorlieg quasi nach vorne, teilweise auch nach Luft projiziert wird und man trotzdem dann der Rest des Segels ein ordentliches flaches Profil hat. So, grundsätzlich würde ich jetzt gerne mal Helix-Code-Segel einfach mal gegenüberstellen zu klassischen Code-Segeln mit einem dicken Antitorsionstau drin. Es gibt bei diesen klassischen Code-Segeln natürlich ein paar Punkte, die nicht perfekt waren im Allgemeinen, und die hat man durch das Helix-System grundsätzlich deutlich verbessert und lösen können. Im Prinzip der Hauptgrund für ein Code-Segel mit Kabel war, Segel wird vom Antitorsionskabel getragen. Das heißt, vom Segel vorne ist eine Tasche aufgenäht, darin läuft das Antitorsionskabel und das Segel ist am Hals und am Kopf an diesem Kabel befestigt. Diese Segel mit Antitorsionskabel tendieren, wie eben schon gesagt, dazu, Durchhang nach Lee zu kreieren. Gerade bei größeren Booten braucht man sehr viel Kraft, sehr viel Last, um diese Kabel zu spannen. Zudem ist es bei dieser Art Segel manchmal schwierig gewesen, die Vorlegspannung des Segels auf dem Kabel bei allen Bedingungen immer perfekt einzustellen. Hat dann teilweise zu leichten Falten am Segel, am Vorleg geführt. Und wie hier bereits gesagt, Antitorsionskabel, gerade bei großen Booten, haben sehr, sehr viel Spannung benötigt, um den Durchhang zu minimieren. Daraus folgen natürlich sehr große Lasten auf Rigg, auf Bugspriet oder Anschlagspunkt des Segels und auf alle eingesetzte Hardware wie Pfoten, Winschen, Fallenstopper. Im Gegensatz dazu hat man beim Helix-Code-Segel oder bei Helix-Segeln grundsätzlich, wie gesagt, es ist eine spezielle Art der Segelstruktur, des Segeldesigns. Und der große Unterschied dazu ist, die Segelstruktur trägt und unterstützt sich selbst und stützt auch das Vorlieg des Segels. Das wäre überhaupt nicht möglich bei einem Segel, das ein starkes, steifes Vorliegskabel im Segel hat, das stark gespannt ist. Da kann sich das Vorlieg nicht selbst tragen, kann nicht nach vorne, kann nicht nach Luft rotieren oder projizieren. Und da ist dieses Segel einfach gelockt an dem Kabel und auf dieses Kabel angewiesen. Alle diese Helix-Code-Segel haben irgendeine Art Luffcord, ist im Prinzip die englische Umschreibung für irgendeine Art Leine oder Seil im Vorlieg. Es kann je nach Einsatzbereich, je nach Größe des Segels und des Boots, kann das von einem 4 mm hochfesten Dyneema bis hin zu von Future Fiber speziell für Norse designte, sehr dünne, sehr leichte, sehr flexible Antitorsionskabel sein. Die Kabel oder Taue bei diesen Helix-Segeln haben aber in erster Linie eigentlich die Aufgabe, das Vorlieg des Segels, den Anschnitt des Segels gut trimmbar und gut einstellbar zu machen und dienen erst in zweiter Linie dazu, auch Lasten zu übernehmen und das Segel beim Rollen zu unterstützen, das heißt Torsionskräfte aufzunehmen. Man kann diese Leinen ein bisschen vergleichen mit den ganz dünnen Fäden, die zum Beispiel in den Seitenliegen von Spinnakern eingenäht sind, die eigentlich wirklich nur zum Trimmen des Leaks da sind und nicht um Großlasten zu übernehmen. Helix-Segel grundsätzlich generieren deutlich weniger Lasten als herkömmliche Code-Segel, weil die Segel sich selbst tragen, selbst das Vorlieg stützen und man keine großen Lasten braucht, um jetzt, ja, einfach mal ein Beispiel zu nennen, ein 20 Meter langes Antitorsionskabel zu spannen, sodass es in der Mitte keinen Durchhang nach Lee hat. Genau, also hier nochmal, die Helix-Vorliegstruktur ist designt, um die Vorliegskräfte beim Segeln zu tragen und um einen großen Teil der Torsionskräfte beim Rollen zu übernehmen. Hier sieht man jetzt ganz gut das Ganze, was ich gerade gesagt habe, zusammengefasst in zwei Bildern. Ich denke, es ist relativ klar, welches der beiden Segel, welcher Segelart zuzuordnen ist. Links sieht man das klassische Code-Segel mit einem Antitorsionskabel, in dem Fall bei dieser Bootsgröße wahrscheinlich irgendwas 13 mm Antitorsionskabel. Und auf der rechten Seite sieht man Helix-Code-Segel aus 3D-Downend-Material. Ich denke, der große Unterschied ist sichtbar. Man sieht hier den Mast. Und hier bei dem klassischen Code-Segel mit Antitorsionstau sieht man hier quasi den Spalt zum Vorlieg des Code Zeros. Das sind in dem Fall 25, 30 cm Durchhang, das dieses Segel hat. Und auf der rechten Seite, man sieht den Mast nicht. Jetzt sage ich mal, die Verlängerung des Mastes von hier oben nach unten nimmt, überlappt das Segel gefühlt ca. 10 cm nach Luft. Das Vorlieg projiziert sich nach vorne und nach Luft. Ich denke, der große Unterschied ist hier nochmal sehr, sehr deutlich dargestellt.
Aus welchen Tüchern kann man Helix Codesegel bauen? Grundsätzlich zwei Überbegriffe. Das eine ist North Pen Laminat Downwind. Das sind im Prinzip radial geschnittene Laminattücher. In dem sieht man hier auf dem oberen Bild deutlich. Gibt es für den Cruising-Einsatz mit Taffetta-Beschichtung. Sind ein bisschen langlebiger, ein bisschen unempfindlicher. Für den Regatta-Einsatz quasi mit Clearfilm, so wie im oberen Bild gezeigt. Oder dann die gesamte Palette aus unserem 3DI-Downwind-Produktbereich. Auch hier für die verschiedenen Einsatzbereiche, verschiedene Bootsgrößen, verschiedene Faserkombinationen. Beginnt bei 3DI Downwind 300 mit reinen Polyester-Segeln bis hin zu 3DI Downwind 800 mit sehr hohem Carbonanteil dann für reinrassige Racer und Boote dann 70 Fuß und aufwärts. So, die Vorteile von Helix einfach nochmal kurz auf einem Blatt zusammengefasst. Wie bereits gesagt, ein großer Punkt sind die reduzierten Lasten auf Rigg, Bugsprit und sämtlicher Hardware. Macht sich gerade bei größeren Booten dann wirklich sehr, sehr stark bemerkbar. Dazu habe ich später noch ein paar genauere Daten. Das Vorlieg des Segels hängt nicht nach Lee durch. Das Vorlieg projiziert sich nach vorne, teilweise leicht nach Luv. Die Helix-Segel sind leichter wie herkömmliche Segel. Man hat kein schweres Antitorsionskabel verbaut. Also da täuscht man sich oft, das kann bei einem Segel für einen 70, 80 Füßer durchaus mal 30, 40 Kilo wiegen, auch ein hochwertiges PVO-Kabel. Die haben dann 30, 35 mm im Durchmesser, das Ganze dann auf 30 Meter gerechnet. Mit Endstücken kommt man dann ganz schnell auf erstaunlich große Gewichte, die man auch erstmal an Bord handeln muss, die natürlich beim Verstauen so dicke Antitorsionstower sind extrem widerspenstig. Jeder, der beim großen Schiff schon mal auf dem Vorschiff war, kennt das. Das alles machen die Helix-Segel deutlich einfacher. Die Projektion des Segels und des Vorliegs nach Luv macht die Segel grundsätzlich ein bisschen breiter im Einsatzbereich und ermöglicht so größere Windeinfallswinkel mit einem Segel abzudecken. Natürlich muss man den Trim entsprechend einstellen, Fallspannung, Tackle-Einspannung justieren, aber ein Helix-Segel hat definitiv einen breiteren Einsatzbereich wie ein herkömmliches Codesegel. Jetzt ein bisschen zur Technik hinter Helix. Das ist ein sehr, sehr großes Feld. Ich versuche das kurz und hoffentlich sehr verständlich zu halten. Grundsätzlich Helix und Helix Design hat das Codesegel-Design komplett revolutioniert. Es sind im Prinzip andere Segel, als man sie gekannt hat davor. Vereinfacht gesagt, was dieses ganze Helix bedeutet. Das heißt, das Segel übernimmt einen Teil, einen sehr großen Teil der Rigg-Kräfte bzw. der Vorlegs-Vorschlagskräfte bei einem Codesegel. Dazu braucht man natürlich Tuchbahnen. Bei 3DI sind das dann Faserfilamente, die diese Lasten aufnehmen. Die laufen im Prinzip parallel zum Vorlieg, ellipsenförmig. Das sieht man hier ganz gut auf diesen beiden Bildern, beziehungsweise hier rechts nochmal in größer. Hier der dunklere Bereich quasi stellt jetzt bei einem 3DI-Segel diese zusätzlichen Faserfilamente dar. Hier bei einem Codesegel. Wie die eingearbeitet werden, dazu zeige ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Und im Prinzip alle diese Helix-Segel haben im Prinzip gemeint, sie haben ein sehr dünnes, hochfestes Dyneema-Tau oder ein sehr leichtes Smart-Cable im Vorlieg eingearbeitet. Diese Kabel oder Leinen tragen nur noch einen sehr kleinen Teil der Lasten, also ca. 20% der Lasten bei einem Code 75, das ist quasi ein relativ tief geschnittenes Codesegel, oder bis zu 50% beim Code 55, das ist in Anführungszeichen von der Form her eher ein Genua-ähnliches Segel, also ein relativ flach geschnittenes Segel für enge Windwinkel. Je größer die Mittelbreite eines Codesegels ist, beziehungsweise je tiefer geschnitten so ein Segel ist, desto größeren Anteil der Lasten trägt die Segelstruktur selbst. Und je mehr Lasten die Segelstruktur trägt, desto mehr dient diese Helix-Vorliegleine eigentlich nur noch zum Trimmen und weniger um Lasten aufzunehmen. Ich hätte vorher noch kurz die Lastunterschiede angesprochen, dazu noch kurz eine Grafik. Also im Prinzip, man hat hier unten quasi die Vorliegslänge in Metern, hier oben die Lasten, die quasi an der Tack, also am Anschlagspunkt des Halses hier unten, wie auch immer geartet, dann auftreten. Man sieht hier mit einem reinen Kabel Code Zero gehen die Lasten dann ab 20 Meter Vorlieglänge von 4 Tonnen rapide hoch auf deutlich über 12 Tonnen, dann bei 40 Metern Vorlieglänge, wenn sie bei Helix bei 20 Metern
um die 2 Tonnen liegen und bei 40 bis 50 Meter die 6 Tonnen dann immer noch nicht überschritten haben. Also da sieht man ganz deutlich einen eklatanten Unterschied, der sich dann natürlich in ja, allen möglichen Aspekten von Rigdesign bis hin zu nachher auch einfach Lasten beim Segeln zu bemerken macht. Noch kurz zum der Technik hinter 3DI, Aufbau 3DI. Im Prinzip 3DI ist sowieso an sich ein sehr, sehr ausgereiftes, durchdachtes Patent, das unglaublich viele Möglichkeiten für den Bau eines Segels bietet. Die Segel sind in extrem vielen Schichten aufgebaut, wo verschiedene Fasern in verschiedenen Richtungen liegen. Aber man sieht ganz deutlich hier diese ellipsenförmigen 3DI-Filamente, die in verschiedensten Schichten, hier sieht man zum Beispiel hier in grün und lila, hier liegen die auf der rechten Seite gezeigten Schichten und die werden mitten im Segel verbaut. Das heißt, am Ende sind die genau dort, wo der Designer sie haben will. Das ist das Einzigartige an 3DI. Die werden nicht irgendwie nachträglich aufgeklebt oder aufgelegt, sondern die werden mit in der Segelstruktur fest verbaut. Ein bisschen ein Punkt bei Codesegeln ist immer noch das Einrollen und sichere Händeln am Boot. Das unterscheidet sich bei Helix-Segeln ein bisschen nach der Mittelbreite. Es ist so sehr tiefe, also große volle Segel, 65 bis 75% Mittelbreite, werden im Normalfall, vor allen Dingen auch bei größeren Booten, top-down gewickelt. Das bedeutet, das sind Rollanlagen, die vom Kopf her beginnen, das Segel zum Hals, von oben nach unten rollen. Alle Helix-Segel, die für Top-Down-Furling gedacht sind, werden mit speziellen Helix-Luff-Cords ausgerüstet. Das sind von der Firma Future Fiber für Norsail speziell hergestellte, sehr dünne, leichte und flexible Antitorsionskabel. Also auch hier mal kein 35 mm Antitorsionskabel, sondern halt ein 7 mm Antitorsionskabel, das einfach nur dazu dient, in erster Linie die Torsionskräfte zu übernehmen und nur sehr, sehr geringe Lasten zu tragen. Vorteile von Top-Down-Furlen, sicheres Furlen der Segel, gerade bei großen Schiffen und wechselnden Bedingungen. Unter 65% Mittelbreite wird im Normalfall Bottom-Up-Furling angewendet. Ist das Wickeln, was man auch von jeder, Cruising-Yacht hier am See zum Beispiel kennt, normales Wickeln vom Hals zum Kopf beginnend. Bei kleinen Segeln für Bottom-Up-Furling wird einfach nur ein Dyneema im Vorlieg verbaut. Bei größeren Segeln kommt dann auch hier ein spezielles Antitorsionstau zusätzlich zum Einsatz, um bei der Aufnahme der Torsionskräfte zu helfen. Aber noch ganz kurz ein Ausblick, was kommt von Helix noch? Helix findet bei Norsail immer mehr Bereichen Anwendung. Der letzte große Schritt war quasi die Implementierung von Helix-Technologie in normale Amwind-Vorsegel, also normale am Vorstag gefahrene Segel. Dort hat Helix allerdings ein bisschen einen anderen Zweck als jetzt bei Codesegeln. Da geht es nicht in erster Linie um Reduzierung der Lasten, da geht es in erster Linie darum, die Profiltiefe besser einstellbar zu machen und noch mehr Trimmöglichkeiten zu erreichen. Das Ganze wäre aber wieder quasi ein vortragfüllendes Thema, da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Und jetzt das letzte Helix-Produkt, was den Kunden frei zugänglich gemacht wurde, ist quasi der Helix Furling Gennaker als Fahrtenprodukt. Das ist im Prinzip eine Art Gennaker, auch aus verschiedensten Tüchern, von genähtem Nylontuch bis hin zu 3D Downwind in verschiedenen Ausführungen, der mit der Helix-Struktur im Vorlieg auch alle Vorteile in den Cruising-Bereich bringt, für Schiffe von 30 bis 100 Fuß. Sehr schön. Ja, so. Wir haben dazu dann auch eine Frage. Kann man mit einem Code Zero, der mit einem klassischen Kabel ausgestattet ist, denn höher fahren als mit einem Helix? Nein, kann man nicht. Es ist ja so, wie gesagt, wenn man einen Code Zero haben will, der zum Hochfahren geeignet ist, quasi wäre dann ein Code 55 zum Beispiel, Code 50, quasi ein sehr flaches, Genua-ähnliches Segel. Das hat dann eine Helix-Struktur in Verbindung mit einem Smart Cable und mit so einem Segel kann man mindestens genauso hoch segeln wie mit einem herkömmlichen Code Zero mit Kabel. Das Ganze bei weniger Lasten sage ich mal, ähnlichen Eigenschaften ansonsten.
Genau, hoffe ich, dass die Frage beantwortet ist. Es geht gleich weiter mit der nächsten. Ich glaube, das ist unser Thema hier heute Abend. Ist der Cruising Helix Scanner Cut kleiner im Vergleich zum klassischen A2? Ja, ist er. Im Prinzip so ein Cruising Gennaker ist am ersten oder ist im Prinzip ein G1-Modell. Das heißt, es ist ein relativ flach geschnittener Allround Gennaker. Der wird abhängig vom Boot mit Sicherheit 10-15% flächenmäßig kleiner sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wie ein A2. Also A2 ist ja wirklich ein sehr voller, großer Regatta-Gennaker und das ist ein Helix-Furling-Gennaker definitiv nicht. Das ist mehr ein Cruising-Gennaker in einem breiten Einsatzbereich, der einfach zum Handeln und Trimmen sein soll. Es ist keine Alternative zu einem A2. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Michi. Danke für die Einblicke in die Helix-Technologie, gerade für Kotsegel. Ich glaube, wer noch mehr über Helix erfahren möchte, ich glaube, wir haben noch ein paar Vorträge, die es insgesamt bei YouTube schon von Norsails gibt. Ich weiß gar nicht, ich denke auch, dass wir darüber berichtet haben, welchen Einsatzbereich die Helix-Technologie beim America's Cup hatte. Und jetzt bleiben wir hier dann auch in Hamburg und es geht jetzt um nochmal die Regatta-Vorbereitung. Ich spiele den Ball rüber zu dir, Stefan. Ja, vielen Dank. Da bin ich wieder. Kann ich hier umschalten? Ja, kann ich. Hier nochmal der Vollständigkeit halber meine Vita ohne Kommentar, damit wir gleich weitermachen können, keine Zeit verlieren. Ich wollte heute ein bisschen was kurz erzählen über die Regatta-Vorbereitung eines Bootes oder einer Crew. Also eine Regatta ist natürlich nur so gut wie ihre Vorbereitung. Und ich wollte mich da nicht jetzt unbedingt auf Griffe kloppen oder große Trainings und so. Darauf wollte ich mich nicht konzentrieren. Ich wollte eigentlich mehr darüber, was im Vorfeld abverlangt wird von einer Crew beziehungsweise von einer guten Vorbereitung und einem guten Boot. Und da rechnen wir in drei verschiedenen Kategorien. Einmal das Boot, das ist die Vorbereitung des reinen Bootes mit seinen Aggregaten und was weiß ich nicht alles. Dann die Crew, wie kann sich die Crew selbst vorbereiten, wie kann sie vorbereitet werden. Und dann haben wir noch die sogenannten administrative Vorbereitung, das ist eigentlich die Prä-Regatta-Vorbereitung in Bezug auf Regularien, Notwendigkeiten rund um die Regatta. Fangen wir an mit dem Boot. Es hört sich alles einfach immer an, ist auch einfach, aber man sollte das immer im Kopf behalten. Das Boot muss natürlich zuverlässig sein. Wir gehen mal davon aus, dass das Boot in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Das Boot soll selbstverständlich fit sein. Darüber brauchen wir nicht reden. Es soll alles funktionieren und es sollte eine gute Grundeinstellung des Equipments haben, wie Winchen, Klemmern. Sowas sollte alles natürlich funktionieren, was notwendig ist. Dann geht es auch nicht zu verachten immer um die Sauberkeit. Ein Boot muss stets sauber sein. Und diese alten Weisheiten oder die Floskeln, ein sauberes Boot ist ein schnelles Boot, stimmt meistens. Je mehr Ordnung, je mehr Sauberkeit auf einem Boot ist, umso einfacher lässt sich das bedienen, das Boot. Und das kann man natürlich vorher regeln. Das sollte man nicht erst 5 Minuten vor der Regatta machen, sondern das ist weit vorher zu erledigen. Ganz wichtig natürlich, wie ihr auch alle wisst, ist ein sauberes Unterwasserschiff. Also schon nach wenigen Tagen setzen sich da Algen oder ähnliches Getier am Rumpf fest. Letzte Möglichkeit sollte man zum Säubern nutzen, wenn das ein tägliches Säubern verboten ist. Aber ich kann nur sagen, die Wirkung wird unterschätzt. Auch der geringste Schleim, der geringste Dreck nach 2-3 Tagen von Sonne, Salz und was weiß ich nicht alles, bremst das Schiff. Auch ein während der Regatta ein tägliches Abwaschen des Rumpfes oben unterstützt die Geschwindigkeit des Bootes. Dann soll es natürlich auch funktionell sein und damit meine ich hauptsächlich nicht nur die Aggregate, sondern auch die verschiedenen Systeme. Und da kommen wir so ein bisschen zu meinem
Mein Lieblingsthema oder was ich gerne mal anspreche, ist, sind die Instrumente, die IT-Infrastruktur auf einem Boot. Computer und intelligente Instrumente werden nicht nur im Regattasport natürlich immer beliebter, sondern auch immer wichtiger. Und selbst vermeintlich einfache Geräte können heutzutage schon reichlich viel, wenn man denkt an Starthilfen in Sachen auf die Linie, Navigation mit Ankunftszeit, integriertes Wetter und Performance. Welche Segel soll ich nehmen und, und. Das Ganze basiert aber auf einer extremen Akkuratesse und das kann man eigentlich gar nicht oft genug wiederholen bzw. anmerken. Und zwar geht es darum, erstens sind das natürlich die sogenannten VPPs. Ihr wisst es alle, VPP steht für Velocity Prediction Program. Und das ist einfach die theoretische Geschwindigkeitsberechnung anhand von Polardaten für ein bestimmtes Schiff. Diese setzen sich aus allen möglichen Parametern zusammen. Da werden Rumpfvermessungen gemacht aus den Designs, da werden Masten gewogen, da werden Kiele gewogen, die Profile. Also es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Gerüst, was diese VPPs nachher ausmacht. Diese VPPs werden dann vom Yachtkonstrukteur, manche auch von uns als Segelmacher, geliefert. Und dann gibt es natürlich auch jetzt die ORC-VPP-Messbriefdaten, die auch eine große Hilfe sind. Und man kann sich vorstellen, da ORC das Boot sehr, sehr penibel vermisst, kommen auch da gute Werte raus. Und das Zweite für eine funktionelle IT-Infrastruktur oder für eine erfolgreiche IT-Infrastruktur auf dem Boot sind natürlich die Messwerte der eigenen Instrumente. Und ich würde mal sagen, da liegt oft der Hase im Pfeffer. Weil das Zauberwort hier ist Kalibrierung. Kalibrierung, Kalibrierung. Wie gesagt, ORC-Designer und Segelmacher liefern die sogenannten VPPs. Die Instrumente geben die gemessenen Daten dann an die EDV weiter. Und die berechnet dann, wie wir vorhin gesagt haben, Zielgeschwindigkeit, Zielwinkel, Anlegelinien und so viel Schönes mehr. Aber das wäre jetzt zu weit reichen, das alles zu erklären. Nur nochmal, Kalibrierung ist das A und O. Und diese Kalibrierung ist nicht gerade einfach und banal. Also es kommen viele Parameter zusammen. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Instrument aus nur wenigen gegebenen Sachen wie Geschwindigkeit, Kompass, scheinbarer Windwinkel, scheinbare Windgeschwindigkeit und für ganz einige Sachen auch noch natürlich den GPS, alles andere errechnen soll, wie Warenwind, Strömung, wahre Windwinkel, dann muss das alles schon stimmen. Und wenn mein Lok ein Viertelknoten oder keine Ahnung, ein Zehntel aus der Spur ist, mein scheinbarer Windwinkel 2 Grad aus der Spur und mein scheinbare Windgeschwindigkeit auch noch und mein Kompass nicht kalibriert ist um 2-3 Grad, dann habe ich natürlich Werte, die nicht stimmen, die mir meine Anlage ansagt. Und die kann ich natürlich in der Schlussfolgerung nicht mehr mit meinen VPPs vergleichen. Und die VPPs sind die Sachen, die unser Konstrukteur, unsere ORC-Formel, nach der wir, oder IRC-Formel, nach der wir segeln, sagt, wie schnell wir sein müssen. Entweder, könnt jeder vielleicht schon mal gesehen, versucht man krampfhaft an die Zahlen, an die Targets, wie schnell man fahren soll, ranzukommen. Und man schafft es eigentlich nicht, egal wie man sich windet und dreht und verflucht schon alle möglichen Sachen. Als erstes wahrscheinlich den Segelmacher. Und als zweite auch umgekehrt, ich sitze da fröhlich und mache mir ein Bier auf, weil ich immer zehn schneller bin als meine VPPs. Also, und das geht rasend schnell, das darf man nicht vergessen. Das sind Feinheiten, wie ich gerade sagte. Wenn alle Komponente etwas aus der Spur sind, geht es ganz schnell in die falsche Richtung. Und deswegen gehe ich da so ein bisschen länger drauf ein. Es ist wirklich wichtig, diese Sachen zu kompensieren. Und kompensieren ist auch nicht unbedingt einfach. Wer das nicht irgendwie kann,
sollte sich professionelle Hilfe vielleicht holen. Manche Sachen wie die Windfahne oben zu kalibrieren, ist extrem schwierig. Also ich sage mal, ich kenne wenig Leute in Deutschland, die das können, weil da kann man ganz viel falsch machen. Es gibt ja neuerdings auch die Möglichkeit, sogar erstmal die Instrumente zu kalibrieren und dann noch über die Software nochmal wieder die Software der Instrumente zu kalibrieren. Also da geht ganz viel, ganz schnell in die Hose. Es gibt auch Leute, die immer mir dann erzählen, auch gerne gesehen, ich habe meine Logge perfekt nach dem GPS kalibriert. Das ist absoluter Blödsinn. Es gibt nur eins, die Meile fahren, hin und her, 3-4 Mal. Und dann habe ich eine annehmbar akkurate Geschwindigkeit. Kompass kalibrieren ist relativ einfach. Auch wird oft vergessen, die Masthöhe einzugeben. Die Mast, der Wind weht in Stärke, die Windstärke ist in verschiedenen Schichten in der Höhe. Und wenn ich einen 20 Meter Mast habe und die Anlage ist auf 10 Meter Mast eingestellt, auch dann habe ich falsche Daten. Das dazu einmal zur Kalibrierung. Dann kommen wir schon zur Crew. Oder muss ich draufdrücken? Halt, stopp. Da. Kommen wir zur Crew. Wie gesagt, für den Crew-Drill oder Skill würden wir irgendwie gar nicht irgendwie lange üben. Gute Leute sind viel da, aber Standards üben. Und ein Standard zum Beispiel ist jetzt das Reffen. Sicheres, schnelles Ein- und Ausreffen kann wirklich ein Gaspedal sein. Und nicht nur einmal Reffen üben, um dieses System zu verstehen, sondern wirklich rein, raus, raus, rein reffen. In vielen Fällen werden Regatten oder gerade vielleicht auch längere Regatten verloren, weil man sich scheut zu reffen oder weil man sich scheut auszureffen, weil es eine ganz schöne Aktion ist. Wenn man das sein Boot darauf einschießt, wenn man sich selbst darauf einstellt, wie das zu machen ist und mit der Crew übt, dann ist alles viel, viel einfacher und schneller. Dann die Crew ist ganz wichtig für mich, viel in alles einbeziehen. Und zwar von Anfang an. Segeln ist Mannschaftssport, also Teamwork. Und wir sind da irgendwie, das sind nicht irgendwie Marionetten, die von ein, zwei Leuten, die hinten im Achtercockpit sitzen, gesteuert werden, sondern es ist definitiv Teamwork. Und das geht los mit der Planung oder mit der Meldung zu einer Regatta, dass sobald Ausschreibungen, Segelanweisungen vorhanden sind, die an alle Crewmitglieder versendet wird oder denen ein Login oder man macht eine Plattform heutzutage oder wie immer man das nennen will. Jeder an Bord, jeder sollte den gleichen Stand an Grundinformationen haben. Das fordert definitiv Mitdenken aller und minimiert Fehler. Also man verlässt sich nicht auf irgendeinen, der macht es schon, sondern man weiß, hat selber die Aufgabe, ich kann es auch wissen, weil ich habe das zugeschickt bekommen oder ich bin da involviert. Generelle Aufgaben aber trotzdem verteilen. Das heißt, während Vorbereitung während einer Veranstaltung ein Mensch, der sich um die Segel kümmert. Und zwar nicht nur, dass sie in einem einwandfreien Zustand sind, sondern dass sie auch zum Vermesser kommen, dass sie vermessen sind, dass die richtigen Segel an Bord sind. Und da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Verpflegung ist ein Klassiker. Die Sicherheitsausrüstung, wenn man Regatten wie Levoile, Giralia oder ORC, WM oder so segelt, die Sicherheitsausrüstung sollte vorzeitig überprüft werden und nicht erst einen Tag am gleichen Tag, wenn der Sicherheitsbeamte kommt und alles kontrollieren will, sondern das kann man im Vorfeld alles machen und das hilft einem wahnsinnig in der Gelassenheit vor dem Zeitpunkt des ersten Starts, definitiv. Dann, ich nenne es mal Hoheitswissen vermeiden. Also wenn es, plastisch gesagt, nur einen in der Mannschaft gibt, der weiß, wo die Windkurbeln liegen oder wo der Motor angeht, haben wir auch nicht gewonnen. Wenn jeder auf dem Boot sich genauso auskennt wie der Kollege, der Nachbar, der Steuermann, der Navigator, wenn da nachts jemand die Posis anschalten muss und fragen muss erst, wie geht das, das hilft nicht. Und auch da alle mit einbeziehen, aber einen gewissen Fachidioten irgendwie vermeiden.
Wissen ist Macht, wissen wir, aber geteiltes Wissen ist oft mächtiger. So, dann haben wir noch ein bisschen Disziplin an Bord, Auslaufen, Boot, Besprechungen, das sollte man auch einhalten. Kurz noch einmal zu den Segeln. Wir haben ja unseren Messbrief, da sind wichtige Sachen einmal drauf. Die auf der einen Seite die Crew-Limitierung, die ist hier in diesem Fall mit 1160 angegeben, wiegt alle Mitsegler vorher, weit vorher, gibt denen ein Target an, mit was ihr segeln wollt und mit was die auch zur Regatta auftauchen sollen. Und zwar spezifisch nicht das Gesamtgewicht, sondern jedem sein Gewicht. Also wenn jemand normal auf der WIA steigt, 80 Kilo wiegt, soll er denn auch 80 Kilo und damit in der Crewplanung ist 80 Kilo auch an dem Tag haben, wenn er beim Race Committee auf die Waage stellt. Das hilft auch und vermeidet auch Stress. Guckt euch an, wie viel Segel ihr überhaupt mitnehmen dürft. Das steht auch auf dem zum Beispiel ORC-Messzertifikat. Bei IRC steht das auch. Dann haben wir noch die Segel natürlich. Und bei den Segeln ist es so, dass wir wirklich oft erleben, dass im Messbrief Segel angegeben sind, die schon gar nicht mehr vorhanden sind. Die diese Regatta gar nicht mitmachen, die gar nicht dabei sind. Guckt euch definitiv an, was an Bord ist, was gebraucht wird und was von Bord kann und aus diesem Zertifikat auch raus kann, weil es vielleicht überholt ist, zu groß ist und dann den Rennwert negativ beeinflusst. Weil alles, was zu viel drin ist, in einer bestimmten Größe, beeinflusst das negativ. Dann auch ganz wichtig zu prüfen, wann die Aufkleber in den Segeln, sind sie vorhanden, sind die richtigen Maße drauf und sind auch die Aufträge, gehen die auch konform mit der Segelliste im ORC. Auch da erleben wir oft ganz große Überraschungen oder wir vielleicht nicht, aber die Leute, die dann auf einmal vom Vermesser angehalten werden, ihre Segel zu zeigen und das Segel nicht zeigen können, die in der Liste stehen oder die angemeldet sind. Eine Sache noch, vielleicht auch der Mann, der sich für, oder die Frau, die sich für die Segel irgendwie einsetzt an Bord oder die Segel zu kontrollieren hat, guckt jeden Tag bei einer wichtigen Regatta vorm Auslaufen, was an Bord ist. Und zwar die Segel, die ihr mitnehmen wollt und die auch vermessen sind und die ihr mitnehmen dürft. Und nicht, dass irgendwie noch was über Nacht an Bord wandert. Also ich kann dir ganz kurz noch eine kleine Geschichte erzählen. Irgendwie, glaube ich, Einfahren der Weltmeisterschaft in Maastricht. Wir fahren als Erster über die Ziellinie. Kontrolleur kommt an Bord, geht unter Deck. Ein Segel zu viel. Oh. Ich war der Idiot, der für die Segel zuständig war. Und ich konnte mir nicht erklären, wie das passiert ist. Also ich war irgendwie, ja, hatte abends alles vorbereitet vor dem ersten Rennen. Was war passiert? Morgens am Steg hat einer gedacht, oh, hier liegt noch ein Segel. Das nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, was kommt. War ein großes Problem. Wurde mit der Strafe belegt. Aber kann kommen. Und deswegen nochmal dazu. Als letztes würde ich sagen, ich bin ein bisschen mehr der Zeit hier, bin der Letzte. Ups, halt, da bin ich schon zu weit. Als letztes natürlich auch, was wir schon gesagt haben, die Segelanweisungen und so weiter allen zur Verfügung stellen, Sicherheitsausrüstung und Notwendigkeiten nach Kategorie überprüfen, gucken, welche Kategorie segeln wir, prüfen, ob wir Sturmsegel brauchen oder nicht, langfristige Wetterprognosen beobachten. Auch das ist eher sehr, sehr hilfreich, dass wir schon gucken, was könnte uns erwarten. Revierkarten, Satellitenbilder, etc., moderne Technik nutzen, um zu gucken, wo man segelt, wo können irgendwie Ecken lauern, die irgendwie gefährlich oder hilfreich sein können. Mit dem Revier bekannt machen, Wetter, geografische und Gegebenheiten, Wassertiefen, Ecken, alles das, was irgendwie was man sich so vorstellen kann. Und das alles bitte weit vor der ersten Regatta. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das alles wirklich beherzt, kommt man eine ganze Ecke weiter und man segelt entspannter. Also ich nochmal ein kleines Beispiel, Caribbean 600 vor 2 Jahren, als wir mit Outsider relativ gut oder sehr gut abgeschnitten haben, das gewonnen haben. Wir haben 4 Wochen vorher Wetterdaten gekriegt, für jeden Tag. Jeden Tag wurde das der Kurs abgesegelt vom Navigator. Wir kriegten, wann welche Segel wo gewechselt hätten werden müssen. Und es hat sich einfach ausgezahlt, weil die Vorbereitung einfach gut war. Und wir brauchten auch nicht vor den Regatten noch groß basteln, einkaufen gehen. Es war alles da.
und wir konnten uns aufs Training und auf die letzten Vorbereitungen konzentrieren. Ja, Moment, da nochmal. Also, das denn erntet man auch den entsprechenden Erfolg. Und da wollte ich mich natürlich noch gerne, oder wir uns, nicht ich, wir uns bedanken. Das war's für heute mit der zweiten blauen North Hills Stunde. Wir hoffen, dass ihr vielleicht einiges habt mitnehmen können und dass es eine interessante oder andere interessante Thema dabei war. Solltet ihr mehr tiefere Informationen über bestimmte Themen benötigen, dann meldet euch einfach bei uns. Der Termin für die nächste blaue Stunde steht leider noch nicht fest, aber wir werden euch sicherlich da entsprechend informieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder an Bord seid. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sagen Tschüss, bleibt gesund und interessiert.